Es wird Zeit, dass wir noch einmal über Deleted Scenes aus dem Jurassic-Universum sprechen. In diesem Video mache ich das Ganze aber wirklich in einem Wisch durch. Hier besprechen wir alle Deleted Scenes aus Jurassic Park. Ich lasse die weg, die wir schon in anderen Videos besprochen haben. Darauf gehe ich nochmal ganz kurz dann ein, werde die auch dann hier oben verlinken, damit du dir die nachträglich noch angucken kannst. Aber ich werde jetzt hier alle restlichen Deleted Scenes mit euch zusammen besprechen. Und da kommen echt ein paar zusammen, wo ich mir auch gedacht habe, krass, das wusste ich so auch noch nicht. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Fangen wir erstmal ganz kurz hier mit dieser Deleted Scene an und warum ich das Ganze in Anführungszeichen setze. Ich habe hier mal ein Bild für euch. Also auf diesem Bild sehen wir Steven Spielberg, wie er am Tyrannosaurus-Gehege steht und eben unter ihm Kompis sind. Und das sieht so aus, als würde er die gerade füttern, so als Gag. Diese Szene wurde in mehreren Quellen als Deleted Scene angegeben. Ich bin mir hier nicht ganz sicher. Das sieht für mich mehr aus, als wären die Kompis nachträglich eingefügt worden mit Photoshop oder sowas, weil es eben so aussieht und es macht auch irgendwie keinen Sinn, dass man die Kompis da schon hätte benutzen sollen. Ich weiß es halt nicht. Sollte es eine Deleted Scene sein? Ich habe nicht mehr davon gefunden, als eben dieses eine Bild hier, das da ist. Eventuell hätten die Kompis schon einen kleinen Auftritt in Jurassic Park haben sollen. Ich glaube, das ist alles Photoshop. Kommen wir jetzt zur ersten richtigen rausgeschnittenen Szene aus Jurassic Park 1. Zwei hätten wir ursprünglich erfahren sollen, wie Dr. Alan Grant eigentlich an seine bekannte Raptorenkralle gekommen ist, mit der er dann später auch den Jungen relativ zu Beginn des Films quasi, wo er den Jungen Angst einjagen will mit der Velociraptorenkralle, die er dann später auch im Park noch hat und dann aber eben einfach wegschmeißt. Diese Velociraptorenkralle hat Dr. Alan Grant tatsächlich von diesem Velociraptoren-Skelett, von dem wir am Anfang von Jurassic Park sehen, wie sie es eben ausgraben. In der Szene sollten wir ursprünglich sehen, wie Grant diese Raptorenkralle eben nimmt, abreißt und eben einsteckt. Der Grund, warum man das rausgeschnitten hat, ist laut Steven Spielberg, er wollte keine Indiana Jones-Vibes für Alan beim Zuschauer erwecken. Ich weiß nicht, warum das jetzt so schlecht gewesen wäre oder irgendwie, oder warum das Indiana Jones-Vibe sein sollten, weil er was einsteckt, was ihm nicht gehört, keine Ahnung. Auf jeden Fall sollten wir diese Szene ursprünglich sehen, wie Grant sich diese Velociraptorenkralle eben zu eigen macht. Eine weitere gelöschte Szene, die sich genau am selben Set hätte befinden sollen, wäre ein romantischer Kuss zwischen Ellie Sadler und Alan Grant gewesen. Dieser Kuss hätte kurz nachdem sie über das Thema Kinder sprechen stattfinden sollen. Warum man das Ganze rausgeschnitten hat, weiß ich jetzt auch nicht. Ich schätze mal, dass das Ganze mit der Romantik dann vielleicht ein bisschen zu viel geworden wäre. Ich meine, ich mochte diese Beziehung von Ellie und Alan im Film, weil das eben so dezent gewesen ist. Aber ich hätte diesen Kuss eventuell auch so im Film haben können. Aber wahrscheinlich wäre es einfach, keine Ahnung, man hat sich eben dazu entschieden, diese Stelle hier aus dem fertigen Film zu schneiden. Jetzt springen wir ein Stückchen weiter auf die Isla Nublar. Unsere Figuren kommen gerade auf der Insel an und fahren mit den bekannten Jurassic Park Autos Richtung Besucherzentrum. Plötzlich hat Ellie Sattler ein Blatt in der Hand und sagt, dieses Blatt dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben. Grant dreht daraufhin ihren Kopf um und sieht zum allerersten Mal den Brachiosaurus. Und hier ist interessant, dass Ellie das Blatt eben am Anfang von dieser Autofahrt noch nicht hatte und da eben schon. Im allerersten Teaser von Jurassic Park 1 war diese gelöschte Szene, über die wir jetzt sprechen, sogar noch im Teaser drin verbaut gewesen. Und zwar sehen wir eigentlich, wie Ellie beim Fahren mit dem Auto eines dieser Blätter von einem Baum abreißt und es dann eben schon so seltsam beäugt. Deswegen hat sie dieses Blatt, als sie dann später vor dem Brachiosaurus steht. Das hat man sehr wahrscheinlich rausgeschnitten, weil, dass sie das Blatt irgendwo abgerissen haben muss, kann man sich auch denken. Man muss nicht immer alles zeigen. Das war vielleicht so die Intention, dass das einfach sonst eine Szene war, die hat man eben einfach nicht gebraucht, um zu erklären, wo das Blatt jetzt herkommt. Sie wird es von einem Baum abgerissen haben. Ist cool, dass diese Szene nicht mit drin ist. Ist jetzt auch nichts, was ich wirklich vermisst hätte. Die Flirterei zwischen Ellie Sattler und Ian Malcolm hätte wesentlich aktiver passieren sollen, ursprünglich im Skript. Das erklärt uns Steven Spielberg unter anderem in dem großen Jurassic Park Kompendium. Und da sehen wir auch auf diesem Bild hier ganz schön, wie im Hintergrund Ellie und Ian schon ein Gespräch miteinander führen. Dieses Gespräch sollte ursprünglich verfilmt worden sein und das sollte eigentlich der Anfang der Flirterei sein, die Ian ja bei ihr versucht, auch noch später,
als sie im Auto unterwegs sind und dann eben mit der Chaos-Theorie, mit dem Tropfen Wasser auf ihrer Hand, versucht sie so ein bisschen zu beeindrucken. Das Ganze hätte ursprünglich hier anfangen sollen mit dem Gespräch. Das hat man rausgeschnitten, weil man es wahrscheinlich einfach auch nicht gebraucht hätte. Ich meine, das wäre irgendwie zu viel gewesen. Und ist interessant, dass da im Hintergrund quasi gerade auch eine Szene gedreht wird, die man aber eben einfach später nicht gesehen hat. Aber gebraucht hätten wir die wahrscheinlich auch nicht. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Lex und Tim eigentlich alleine auf der Isla Nublar sind bei ihrem Großvater, der einen Dino-Park eröffnen will? Einen Park mit todbringenden Sauriern, von denen er noch nicht mal genau weiß, ob der Park überhaupt sicher ist und deswegen Leute erst überhaupt da den Park erstmal absegnen sollen. Warum sind Lex und Tim da? Es gab ursprünglich eine Szene, die kurz nachdem die beiden ihren Großpapa begrüßt haben, hätte in den Film geschnitten werden sollen. Die Szene wurde sogar gedreht und da habe ich auch mal hier einen kleinen Ausschnitt für euch, in der ganz einfach erklärt wird, dass Ian Malcolm war es, glaube ich, der das auch so ein bisschen ankreidet. Ist das nicht ein bisschen gefährlich für zwei Kinder? Daraufhin sagt dann eben John Hammond, naja, die Eltern haben sich aber getrennt oder sind gerade in der Scheidung mit drin. Und deswegen sind die Kinder jetzt eben hier bei mir, damit sie davon so ein bisschen Abstand nehmen können. Das wäre zum Beispiel jetzt eine Szene, wo ich mir denke, die hätte jetzt im Film auch nicht sehr viel Platz weggenommen und hätte so ein bisschen erklärt, warum die Kids einfach da sind. Das braucht man auch nicht unbedingt. Man kann auch einfach sagen, die wollten halt ihren Großpapa besuchen. Auch cool, aber das hätte ich irgendwie gemocht, wenn das drin gewesen wäre, einfach weil ich Background-Geschichten so ein bisschen mag und das hätte so ein bisschen mehr beleuchtet, was eben im Privatleben der Murphys zum Beispiel passiert. Das aber, naja, haben wir jetzt auch nicht viel verloren, wenn die Szene eben nicht drin war. Gelöschte Szene, Nummer, keine Ahnung, ich habe nie angefangen, Nummern zu nehmen. Auf jeden Fall in der nächsten gelöschten Szene, wir springen nochmal zurück in die Autos, diesmal in die Safari-Fahrzeuge, die später die gesamte Gruppe auch an das Gehege vom Tyrannosaurus Rex befördern. Da hören wir eine Stimme, die im Auto über die verschiedenen Dinosaurier Details erzählt. Der Dilophosaurus hat diesen giftige Spucke und so. Die machen so ein bisschen clevere Exposition, die da eben Sinn macht, weil es eben ein Lernprogramm ist, was im Auto abgespielt wird, damit die Zuschauer oder die Gäste des Parks ein bisschen was lernen können über Dinosaurier. Diese Stimme sollte ursprünglich von James Earl Jones gesprochen werden. Wenn ihr jetzt sagt, wer ist James Earl Jones, dann muss ich euch sagen, echt. Das ist auf jeden Fall der Mann, der unter anderem Mufasa gesprochen hat im Original König der Löwen und eben auch Darth Vader in Star Wars Episode 5 und 6 nur, glaube ich, oder auch in Episode 4. Auf jeden Fall diese Stimme hätte ursprünglich die Leitfadenstimme des Jurassic Park sein sollen. Das hätte ich echt cool gefunden. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist James Earl Jones ist wie Bacon. Mit ihm ist einfach alles besser. Lex hätte irgendwie auf Alan Grant stehen sollen. Das hat man relativ früh rausgeschnitten. Da gibt es auch nur Konzepte dann davon, wo irgendwie drin stand, dass Lex angefangen hätte, Alan Grant anzuhimmeln. Und wahrscheinlich war das ein bisschen, wie sagt man heutzutage so schön, ein bisschen cringe wäre das vielleicht gewesen, wenn da so ein Kind den erwachsenen Mann als anhimmelt. Und es ist eine Szene von diesen Flirt-Dingern sogar noch drin geblieben im Film. Und zwar sehen wir irgendwann, wie Alan Grant sich auf den Triceratops legt und ihm quasi beim Atmen mit zuhört und ganz fasziniert ist. Und daraufhin sehen wir Lex, wie sie ganz verträumt guckt. Und wir dachten immer, jetzt Achtung, ich will euch hier den Film nicht kaputt machen, wir dachten immer, dass Lex so guckt, weil sie auch fasziniert ist von Dr. Alan Grants Liebe zu dem Tier oder auch von dem Tier selbst. Und nee, tatsächlich ist das ein Blick, den sie ursprünglich haben sollte, als sie Dr. Alan Grant einfach nur ansieht und ihn quasi anhimmelt. Das gehört da nicht rein. Das ist schön, dass das nicht drin ist. Eine Szene, die eigentlich echt wichtig gewesen wäre in mehreren Aspekten, ist die, in der aufgelöst wurde, warum der Triceratops in Jurassic Park wirklich krank gewesen ist. Wir erfahren ja, dass er irgendwie eine bestimmte Krankheit hat. Ellie checkt das dann auch relativ schnell, also sie merkt relativ schnell, was für eine Krankheit das ist. Und dann will sie eben nachschauen, woran das liegt. Und dann fragt sie dann auch an Dr. Harding, der übrigens ja der Vater von Sarah Harding aus Jurassic Park 2 ist, ob es hier auch giftige Pflanzen gibt. Und dann sagt eben Dr. Harding, ja, die gibt's halt schon, aber die Tiere fressen diese Pflanzen halt einfach nicht. Und dann geht Ellie später eben auf Suche nach Dino-Code und wühlt darin rum. Sie findet aber eben keine Lösung. Ursprünglich sollte kein geringerer als Tim Murphy die Lösung finden, was mit dem Triceratops wirklich nicht stimmt.
Wir hatten eben daraufhin erfahren, dass diese Tiere Steine fressen. Liegt ganz einfach daran, dass ein Triceratops keine Zähne hat. Und da gehen wir wieder zurück auf das Thema Vögel. Alan Grant sagt ja einmal am Anfang von Jurassic Park, Dinosaurier sind Vögeln sehr ähnlich. Auch Vögel fressen zum Teil Steine, weil sie eben keine Zähne haben. Und diese Steine zermahlen eben die Nahrung im Körper, besser eben zum Verdauen. Allerdings werden auch diese Steine irgendwann ausgeschieden und können sich sogar auch anfangen mit zu verdauen. Also die können wirklich sich nach und nach mit auflösen. Das heißt, die Tiere müssen immer wieder neue Steine fressen. Ellie fällt daraufhin auf, dass die Steine, die scheinbar gefressen werden, dass die inmitten dieser giftigen Beeren wachsen und dass das Tier deswegen die giftigen Beeren gefressen hat, weil es eben versucht hat, die Steine immer wieder zu fressen, um das Essen besser zu verdauen, hat aber dann beim Steinefressen auch die Beeren mit runtergeschluckt. Das wäre vielleicht ein bisschen viel Information gewesen für den Film, ich weiß es nicht. Ich fand das irgendwie ganz cool, das mal so zu hören. Ich mag ja, wenn man da wirklich versucht, wissenschaftlich ranzugehen. Man hat es aber dann wahrscheinlich rausgeschnitten, weil sich das dann zu sehr in die Länge gezogen hätte. Und das wäre vielleicht zu viel Wissenschaftspalaber gewesen. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall ist hier, finde ich, der Vergleich, dass das auch Hühner, also Vögel, dass auch Vögel zum Teil diese Steine fressen, um ihre Nahrung zu zerkleinern. Das finde ich wieder sehr interessant, weil das einfach genau das unterstrichen hätte, was Dr. Alan Grant am Anfang von Jurassic Park erzählt hätte. Ich hätte ganz gerne gesehen, zumindest in so einem Extended Cut. Die Szene wurde auch gedreht, aber wir haben es eben dann nicht bekommen. Und deswegen bleibt im fertigen Film Jurassic Park, in der Kinofassung, die wir kennen, die Frage so ungeklärt. Jetzt wisst ihr aber Bescheid, warum das Tier krank ist. Es hat die giftigen Pflanzen nämlich doch gefressen, weil die Pflanzen zwischen den Steinen wachsen und die Steine frisst das Tier, um die Nahrung zu zerkleinern. Und dieser Baby-Triceratops sollte dann sich mit Lex so ein bisschen kappeln. Das heißt, Dinosaurier sollten auch schon vorher sich so ein bisschen mit Lex irgendwie... man sieht ja später, wie der Brachiosaurus Lex ins Gesicht spuckt beim Niesen. Der Triceratops hier, der Kleine, sollte Lex ursprünglich von hinten aufstoßen. Dann sollte sie eben in den Schlamm reinfallen. Wäre lustig gewesen, hat man aber eben auch nicht eingefügt. Aber das Requisit zum Triceratops, zu einem Baby, wurde schon gebaut und wurde später in The Lost World Jurassic Park 2 wieder benutzt oder das erste Mal benutzt, als Nick Van Owen eben die Saurier aus den Gehegen befreit. Deswegen, vielleicht waren die Kombis auch schon in Jurassic Park 1 irgendwo geplant, ich weiß es halt nicht. Eine Szene, die Gott sei Dank nicht passiert ist, ist die, in der Dr. Ian Malcolm auf dem Klo gefressen wird. Jetzt denkt ihr euch, was? Dr. Ian Malcolm auf dem Klo gefressen? Erstmal ganz kurzer Side-Fact, die Idee, dass Ian Malcolm, als der T-Rex ausbricht, dass Ian Malcolm hinter Grant herrennt und auch so eine Fackel rausholt, war komplett improvisiert, stand so nicht im Drehbuch und stammt alles komplett von Jeff Goldblum selbst. Der hat diese Idee irgendwann an die Crew weitergegeben und auch eben an Steven Spielberg. Daraufhin hat der Schauspieler von Donald Gennaro Folgendes an Jeff Goldblum weitergegeben. Und zwar hat er gesagt, pass auf, ich fände es eher gut, wenn deine Figur stirbt und meine diese Aktion vollzieht. Gibt es ein lustiges Interview mit Ian Malcolm oder mit Jeff Goldblum, was ich dir jetzt gerade hier mal einblende. Habt ihr das Ganze mal unten in den Kommentaren verlinkt, guckst dir auf jeden Fall mal an, das ist echt Gold wert. Weil seine Reaktion da drauf, die war so gewesen, nee, was man auch nachvollziehen kann, weil wer will schon auf dem Klo gefressen werden. Deswegen haben wir die Szene eben auch nicht bekommen. Ist keine wirklich gelöschte Szene, aber einfach lustig zu wissen, dass hätte Ian Malcolm sich gedacht, so ja komm, machen wir das halt so. Hätten wir einfach gesehen, wie Ian Malcolm auf dem Klo gefressen worden wäre und Gennaro wäre der Held gewesen, was ganz komisch gewesen wäre. Der Lysinplan sollte ursprünglich noch sehr viel genauer beleuchtet werden. Und zwar erfahren wir im Jurassic Park Film, dass der Dinosaurier Park, also der Jurassic Park, durch einen Lysinplan geschützt ist. Das heißt, Dinosaurier bekommen Lysin künstlich hinzugefügt, was sie so nicht aufnehmen können durch die normale Nahrung. Damit sollten sie irgendwann ausbrechen und sich auf der Insel verbreiten oder auch aufs Festland kommen, dass sie dann irgendwann ins Koma fallen und sterben sollten. Das Ganze wird auf sieben Tage gemünzt, das heißt nach 7 Tagen sterben die Saurier einfach dann. In der rausgeschnittenen Szene sollte Mr. Arnold, gespielt von Samuel L. Jackson, ursprünglich noch sagen, dass er einen Vorschlag macht, und zwar, wir sollten einfach 7 Tage lang hier im Bunker drin bleiben, bis alle Saurier gestorben sind, und dann
gucken wir erstmal weiter. Vorher nehmen wir noch die Vorräte aus den Vorratskammern und bleiben einfach hier und sitzen die ganze Sache einfach aus. Die Reaktion, die wir auch im späteren Film sehen von John Hammond, wo er eben sagt, draußen im Park sterben Menschen, ist ursprünglich auf diese Aussage von Mr. Arnold entstanden. Das bringt so ein bisschen anderes Licht auf Mr. Arnold, weil das schon assi ist, einfach zu sagen, scheiße auf den Rest, nach 7 Tagen, gucken bald weiter. Ich habe jetzt mal hier oben im Video eine Deleted Scene verlinkt, in der man auch ursprünglich sehen sollte, wie Mr. Arnold gefressen werden sollte und auch warum das Ganze eben nicht passiert ist. Schau es dir auf jeden Fall mal an. Das Ganze habe ich ganz detailliert hier besprochen. Könnte sehr interessant für dich sein. Hast du dich schon mal gefragt, warum Dr. Alan Grant die Kinder und eben sich selbst so gut durch den Jurassic Park navigieren konnte? Ich meine, Grant scheint ja nach dem Vorfall mit dem Tyrannosaurus Rex genau zu wissen, wo er, naja, eben hin muss, um zum Besucherzentrum zu gelangen. Eine schlüssige Antwort darauf gibt uns eine Deleted Scene, in der wir sehen, dass Grant eines der Prospekte aus dem Safari-Fahrzeug des Jurassic Park mitgenommen hat. Und in diesem Prospekt ist eben eine genaue Karte des Jurassic Park drin. Tatsächlich sollte Grant ursprünglich diese Karte öfter mal hervorziehen, um dann eben sich anhand dieser Karte zu orientieren und eben sich und die Kinder zum Besucherzentrum zu navigieren. Die letzte rausgeschnittene Szene, die wir jetzt besprechen, die gab es nur als Konzept. Also die wurde schon nicht mehr gedreht, die gab es nur als Konzeptzeichnung. In denen sollten Alan Grant, Ellie Sattler, Lex und Tim auf einem beweglichen Teil des Gerüsts im Besucherzentrum stehen. Also die Szene spielt ganz zum Schluss von Jurassic Park. Allerdings sollte hier dann nicht der T-Rex durch ein Loch durchbrechen und den Velociraptor töten, sondern es sollte eigentlich John Hammond mit einer Shotgun auftauchen und sollte die Velociraptoren töten. Das wäre nochmal ein Callback zu der Szene davor gewesen, wo John Hammond ja noch gesagt hat, die Tiere werden nicht getötet, und jetzt hätte er es hier wohl eingesehen, doch, wir müssen jetzt sowas eben machen, um zu überleben. Dann hätte er eben mit einer Schrotflinte die Gruppe gerettet und dann wären sie eben entkommen. Das ist eine Szene, die hätte ich irgendwo gern gesehen, aber auf der anderen Seite wäre dadurch die ikonischste Szene aus Jurassic Park einfach nie entstanden. Dann hätte ich jetzt einfach so eine Figur von John Hammond, wie er mit der Shotgun dasteht, was auch was hätte. Aber das ist schon wesentlich cooler. Bin froh, dass sie das so gemacht haben, wie wir es eben auch im fertigen Film gesehen haben. Und jetzt bist wie immer du gefragt. Wie ist deine Meinung zu diesen ganzen Deleted Scenes? Findest du die cool? Bei welcher sagst du, die hätte ich sehr gerne gesehen? Bei welcher sagst du, hey, lass die halt irgendwie draußen? Ich bin auf jeden Fall auf deine Meinung gespannt. Schreib mir alles in die Kommentare unten rein. Was hältst du von Shotgun Hammond, der fast im Finale hätte die gesamte Gruppe gerettet? Damit gebe ich auch mal ein paar Fragen jetzt an euch zurück. Wenn ihr noch ein paar Fragen an mich habt zum Thema Jurassic Park oder ein paar Ideen, die ich mal behandeln könnte, dann schreibt es mir wie immer in die Kommentare unten rein und ich werde sehen, was ich dann da machen kann. In diesem Sinne bin ich erstmal raus für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.